Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Spellforce Conquest of Io. Wir sind beim letzten Mal noch ein bisschen weiter rumgereist, haben noch mehr gehört, auch von unserem Meister, waren bei diesen komischen Menschen im Dorf und die wir erstaunlicherweise nicht überfallen wollten und sie auch nicht beraubt haben, sondern ganz fair die Dinge abgekauft haben. Sie waren selber wohl sehr darüber überrascht, dass wir das getan haben. Haben rausgefunden, dass es auch hier irgendwie um Magie geht, um das Allfeuer, was kein Mensch berühren darf, ohne sofort verzehrt zu werden, verbrannt zu werden. Aber unser guter alter Meister, dessen Turm wir bezogen haben, der wohl anscheinend irgendwie hops genommen worden ist, hat einen Weg gefunden, wie man mit diesem Allfeuer umzugehen hat, es kanalisieren kann. Dafür brauchen wir ihr nicht da. Und weil wir in der Zwischenzeit was zu tun brauchen, gehen wir erstmal in eine Mine, weil ich sag mal, Rohstoffe sind tendenziell immer gut. Da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Es ist Freitag. Du hast die Woche geschafft. Genieß es. Lehn dich zurück. Gönn dir ein paar Minuten für dich. Die nächsten 25 Minuten sollen deine sein. Und vielleicht gibt es ja noch ein bisschen spannende Story dabei. So. Wir gehen rein. Mine. Was ist das? Soldaten. Okay. Was haben wir hier? Magische Irrlichter, die können wir gleich beschwören. Es gibt irgendeinen Fluch des Übernatürlichen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir sind wesentlich stärker. Es soll ein entscheidender Sieg werden. Wir gehen rein. Zack, Taste drücken. Okay, ah, okay. Es ist wirklich in einer Mine. Das sieht sehr spannend aus. Okay, und das sind unsere Goblin-Schläger. Die sind natürlich Power. Die gehen erstmal darüber. Verbrauchsgegenstände, Kampfhunde. Wir haben diese Rationen. Wir können unsere Truppen heilen im Kampf, genau. Die schicken wir auch erstmal hier hin. Wartet auf Befehle. Was heißt denn die Runde beenden? Dann gehen alle auf Verteidigen automatisch, okay. Der macht hier gar nichts. Ja gut, dann gehen wir nochmal näher ran. Gehen wir mal hier hin. Ihr geht mal dahin und ihr komischen Zauberschmiedediener geht mal dahin und dann gibt's hier Feuerregen, Leute. Der nicht sonderlich effektiv ist, gebe ich zu. Aber hey! Und Runde beenden. Ja, ihren komischen Lichtmagie ist aber auch nicht sonderlich erfolgreich. Sagen wir mal ehrlich. Okay, wir gehen ran. Und zwar, wir gehen hier hin. Bewegen, dahin. Ihr geht dahin. Und ihr haut drauf. Drauf ihr hauen. Ihr haut auch drauf. Und ihr lasst Feuer regnen, Leute. Wir haben diese Brennglyphe noch nicht eingesetzt, ne? Das wäre natürlich auch gut jetzt gewesen, aber okay. Okay, Moment mal. Hier, Rationen. Gut. Ich kenn Bock, dass meine Truppen jetzt schon draufgehen. Ihr macht hier fertig. Sehr gut. Und ihr lasst mal hier hinten Feuer drauf regnen. Ja. Das ist mir egal, Mann. Ich kann das eigentlich hier drehen. Ah ja, cool. Das ist geil. Okay. Ihr geht hier dahin. Verteidigt. Ihr geht hier hin. Verteidigt. Nee, vielleicht nur. Nee, warte mal, können die nicht auch nochmal drauf gehen? Ja, cool noch. Schön ein paar Irrlichter klatschen. Freunde, das ist doch was.
Ich hätte Bock auf ein paar mehr geile Truppen. Also so, weil so, ich will Zwergentruppen haben. So. Hier wieder bei dem Showkampf. Diese Zwergenfeuertypen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das hier auch alles noch grundlegend Tutorial ist, weil sehr gut. Ich zum einen das bei Hand of Blood auch schon gesehen habe. Zum anderen wirkt das bei mir alles gerade noch ziemlich geskriptet und ich habe gehört, nice Sieg, dass die Maps und auch somit die Kampagnen prozedural generiert sind, also dass sie halt eben nicht linear immer gleich sind. Heldenhafter Sieg, wie könnte es anders sein bei uns, Leute? Was natürlich bedeutet, dass jeder Run irgendwie anders ist. Fühle ich, finde ich cool. Okay, unsere Boys haben mal wieder ein Level Up. Geil, Stufenaufstieg. Was haben die denn schon? Sind das die, die... Ne, das sind die Plünderer. Dann geben wir denen mal mehr Regeneration. Cool. Und was haben die? Die haben auch ein Level Up. Willenskraft. Was macht denn Willenskraft? Fokus, Willenskraft. Widerstand gegen Weiß. So wie Tod, Schaden und Zauber. Jeder Punkt reduziert den alten Schaden um 1. Aber ein Wert von über 101 wird eine Einheit zuversichtlich. Okay, ja, gut, 100%, bla bla, aber was, ne? Also, wo stehen die denn jetzt gerade? Plus 5 Leben, klingt cooler. Das sind Goblins, Mann, die brauchen keine Willenskraft. Bin eh irgendwann ausgetauscht. Sind wir doch ehrlich. So, und warum haben die hier kein Level? Die bräuchten nochmal ein Level. Ich glaube, dass die nämlich eher was können. Okay. Wir haben die Mine erforscht. Gehört die jetzt uns, die Mine? Wäre ja schon gut. Was machen denn unsere Goblin? Sind die fertig? Anscheinend. Okay, Zauberschmiede, was geht bei dir so? Habe ich das nicht aktiviert? Hä? Sollte doch. Hä? Ne, das hat wohl doch schon. Pflanzen ernten. Und was nutzt? Ich hatte doch hier diese geile. Sag schnell. Diese geile Bergbesteiger-Glyphe, die hatte ich doch. Wo ist die? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, der baut da noch. Alles klar. Sorry. Ja, tut mir leid. Leute, entspannt euch. Sind alle neu in diesem Game. So. Spielzimmer. Das finde ich cool, dass wir parallel bauen können. Das Grimoire erforscht immer noch. Okay. Ihr habt ein Hexfeld ausgewählt. Ah ja, okay. Ihr könnt zwischen ihnen wechseln, wenn ihr das Feld erneut entdecken. Okay. Ah, nice. Jetzt haben wir die Gobos da mit drin. Cool. Ich würde mal hier rüber. Das ist ein feindlicher Trupp, wenn er einen Wert von Ort besetzt hat. Wird er das Umland bewachen und gegen alle kämpfen, die... Ja, okay. Das sind wir dann, ne? Trupps, die mehrere Einheiten enthalten, können aufgeteilt werden. Dafür wer wählt über ihr über den Bewegungspunkten-Knopf unter den Porträts der Einheiten an, wenn ihr wollt. Ah, ja. Mhm. Bewegt die ausgewählten Einheiten auf ein neues Hexfeld. Ja, okay, aber die bleiben jetzt mal schön zusammen, die Boys.
Okay. Können die sich nicht hier anschließen? Das zu viele? Oh! Können das immer nur 4 Truppen sein? Okay, dann geht's erstmal zurück. Okay, good to know. Dass man anscheinend nur 4 Truppen hier haben kann, aber dann könntest du doch mal. Hier gucken, was da so geht. Woche der Shanna. Shanna, die sanfte Wächterin der Leidenden, gewährt allen Kreaturen Aonies ihre heilende Berührung. Aktionseffekt. Alle eure Einheiten verfügen über 100% tägliche Generation. Städte und Läden haben neue Waren. Okay. Was heißt das? Ich habe eine Werkstatt gebaut. Nicht weit von eurem Turm entfernt habt ihr eine Gestalt mit Kapuze ausgemacht, die euch aus einem kleinen Wald hinaus beobachtet. Weiß der Zirkel bereits von eurer Anwesenheit an diesem Ort? Die Gefahr könnte näher sein als gedacht. Ja, dann kommt ran. Ihr wisst, dass die hiesige Miliz in der Nähe einen Wachturm unterhält. Vielleicht könnt ihr dort Hilfe bekommen. Reden wir mit ihnen. Ja, später. Werkstatt gebaut. Okay. Kann die Werkstatt so jetzt? Was heißt das Werkstatt gebaut? Ich habe einen Handwerkslot mehr. Das ist ja cool, aber dann baue ich dafür ja auch. Baue jetzt einfach mal Dinge aus. Ich kann ehrlich beschwören. Transmutation. Die Meister dieser Kunst wissen schon lange, dass die Transmutation reiner Metalle in magische Essenz in das Gegenteil. Ich würde, glaube ich, erstmal dieses Gold aufspüren machen. Das klingt cool. Und so ein Irrlicht. Wollt ihr wirklich einen gewirkten Zauber ändern? Okay, ja, stimmt. Ich kann ja. Wie geht's denn meinen Truppen hier so? Die sind alle fit, ne? Gehen wir rein hier. Entscheidender Sieg. Was sind das für Dudes? Milizen der Reinheit. Gehen wir mal rein. Keine Ahnung. Schlacht beginnen. Let's go. Ah, okay, das finde ich cool. Dass dann auch die Kampfkarte nach der World Map irgendwie generiert ist. War eine Brücke. Das heißt, die werden jetzt hier auf verteidigender Position sein. Wir gehen natürlich ran, oder? Wir gehen ran, oder Leute? Wir gehen ran. Ja, wir gehen ran. Ah, okay, cool. Wenn ich, mehrere, also wenn ich Einheit hintereinander klicke, dann macht die Einheit vorher schneller Dinge. Heilende Sporen, die heilen und Elektrokugel, Weißschaden an einer Einheit. Ja, ich glaube, die sind alle jetzt nicht so immun. Und vor allem, glaube ich, Dämonen, die dagegen irgendwie gut sind. Feuer kickt. Greifen wir jetzt noch an. Wir machen die weg. Okay, Runde beenden. Okay, die machen Schaden. Oh, oh. Okay, meine Truppe ist aber zuversichtlich. Ich werde euch hier schön verteidigen, Jungs. Und ihr werdet hier auf jeden Fall erstmal hier heilen. Oh, ist heilende Sporen. Das ist ja auch einfach geil mit diesen heilenden Sporen. Berserkerpilze. Fühle ich.
Ja, und du musst die immer aus. Nein! Der hat meine Goblins getötet, Mann. Okay. Jetzt spiele ich ein bisschen zu aggro. Ja, entscheidender Sieg. Okay, schade. Stufenaufstieg, der Gobbo. Plus 1 Gold, das ist in der Schlacht. Nee, ich will, dass du mal Rüstung hast. Levelt ihr eigentlich gar nicht? Nee, ne? Okay, ich hab die Brücke. Wir gehen erstmal hier hin. Okay, jetzt habe ich Goblin-Bogenschützen noch da im Trupp. Nee, aber die will ich eigentlich gar nicht. Ich will die nicht da drin haben. Die sollen mal wieder zurückgehen. Ich will, dass ihr da reingeht. So, genau. Und dann warten wir erstmal. Im Trupp. Okay, wir haben. Ja, wir haben Irrlicht. Habe ich verstanden. Ah ja, okay, jetzt kommen wir. Okay, jetzt bestimmen wir das Irrlicht. Geld schwimmen wird erforscht. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu. Was können wir denn. Wir haben ja noch ein paar Dinge jetzt hier gerade gedingenst. Sorry. Ein gültiges Rezept. Wir haben ja gerade hier noch ein paar. Mein Gott, Zutaten bekommen. Gucken wir mal, was es hier so noch gibt. Das ist alles dieselbe Glyphe. Wir können jetzt ja mal überlegen und gucken. Aha! Man kann auch mit Glyphen zaubern. Dann nehmen wir das doch mal raus. Können wir das hier auch reinsetzen? Bogenschütze. Plus 2 Geschossschaden. Ja, gönn. Wir haben Goblin-Bogenschützen. Erstmal mitnehmen, ne? Okay. So, dann haben wir doch hier noch. So. Pflanzen ernten. Das braucht wirklich niemand. Aber wir haben doch noch. Haben wir nicht. Wir haben nicht diese Feuerglyphe. Ich möchte gerne, dass dieser mit seinem Elektro-Damage, dass der auch. Schaden macht. Oder hatte ich schon irgendwer? Gucken wir uns nochmal an. Erstmal, was wartet auf Befehle? Ja, egal, ihr seid jetzt hier. Ihr seid jetzt hier erstmal in dem Turm. Unentdeckt Spieler. Ach so, ach, es gibt eine unentdeckte Fraktion. Okay. Ja, klar. Jetzt erstmal zu den Milizen. Ein paar Soldaten hängen vor dem Wachturm herum, aber es ist keine richtige Wache aufgestellt worden. Als sie euch näher kommen sehen, stehen ein paar von ihnen auf, aber sie sind unsicher auf den Beinen und offensichtlich mehr als nur ein bisschen betrunken. Schön gegönnt, die Jungs. 5 Gold bezahlen. Bietet ihnen Gold an, um sich euren Reihen anzuschließen. Ermahnt sie, weil sie ihre Pflicht nahe verlassen haben. 5 Mal beeindruckt sie mit Magie. Nö. Die Soldaten lachen freudlos. Glaubt ihr, das kümmert jemanden? Der Anführer schnaubt, der Baron ist seit Monaten nicht mehr vorbeigekommen und Banditen ziehen ungehindert durchs Land. Die Leute beschweren sich jeden Tag, ihr Weinen trifft auf Tauberohren. Warum jetzt 10 Gold bezahlen. Ich kann euch dies reichlich bezahlen. Ich werde mich nicht von einem betrunkenen Bauern beleidigen lassen. Angriff. Solche Soldaten will ich nicht in meinen Reihen.
Wir gehen da rein. Geht nicht. Knapper Sieg? Really? Keine Ahnung. Probieren wir es mal. Alle sind Learnings hier. Ich habe gar keinen Plan, was hier passieren wird. Oh, schauen wir mal. Was sind hier nur zwei Truppen? Was sind die so krass? Okay, irgendwie scheint da was mit Verzauberung am Schlüssel zu sein. Wir gehen erstmal hier hin und hier hin. Und ihr macht hier verteidigen. Ihr geht dahin und du gehst auch dahin. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Feuer recken lassen können. Es wäre halt geil mit diesem Brandschaden, ne? Ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse die einfach sich verteidigen. Die verlieren jede Runde. Was ist das für ein Zauber? Das ist ja crazy. So, schön. Du heilst hier schön. Sehr gut. Du gönnst hier ein bisschen Feuer. Ja, dann wollen wir noch mal sehen, wie viele Truppen wir hier verlieren. Leute. Ihr werdet Truppen verlieren. Na klar. Eher nicht. Heldenhafter Sieg. Die Miliz stellt keine Herausforderung für euch dar. Ihr übernimmt den Turm und findet ein paar Geldbeutel im Raum des Anführers. Er muss sie für sich zurückgelegt haben, zurückgehalten haben. Immerhin haben wir etwas Besonderes dafür bekommen. Jetzt haben wir einen Wachturm. Alluvian wurde von Menschen und Elfen gemeinsam gegründet und ist für seine elegante elfische Architektur und seine üppigen Gärten bekannt. Die Sammler der Stadt durchstreifen das Land auf der Suche nach medizinischen und magischen Zutaten und reisende Elfen halten sich oft hier auf und bringen seltene Pflanzen aus Finon Mir mit. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Vielleicht sollten wir das mal tun. Ich will jetzt erstmal wissen, was das hier für ein... Also erstmal müssen wir leveln. Stufenaufstieg, Hinterhalt, Schaden bei Flanken. Ah, okay, es gibt flankierende Attacken. Das ist natürlich geil. Ich glaube, ich will den flankierenden Schaden haben. Das ist cool. So, und ihr kriegt wahrscheinlich jetzt erstmal Stunk. Okay. So. Trupp ist geheilt. Ziemlich gut. Das finde ich gut. Ja, ich glaube, wir gehen hier einfach mal hin. Guck mal, was da ist. Können wir sonst irgendwas bauen oder so? Ist noch ein Bau. Hier können wir auch nichts ausbauen. Gucken wir mal, was dazu bringt. Nicht. Ausbauen können wir auch nichts mehr. Zauberschmieden. Okay, das ist natürlich jetzt ein Killer. Pflanzenernten ist doch voll die Scheißrune. Also. Vielleicht nicht, aber ich erkenne jetzt gerade noch nicht so sehr den Sinn dahinter. Ich will mal irgendwas mit Tod machen. Verleiht dem Träger zusätzliches Bus. Das klingt gut.
Das werden wir tun. So, was haben wir für Glyphen gerade? So, auf Tash? Ob das irgendwas uns hier fehlt? Naja, gucken wir mal. Okay, Elich beschwören ist nächste Runde fertig. Genauso wie Gold aufspüren wird erforscht. Wir müssen mal ein bisschen mehr dieses Mana-Ding pushen, glaube ich. Ja, ihr könnt auch weiter warten. Ihr werdet spät nachts von einem Rütteln an der Tür geweckt. Vom Fenster aus könnt ihr eine Gestalt mit Kapuze sehen. Schon wieder diese Gestalt, die nervös den Weg zu eurem Turm beobachtet. Als sie euch sieht, winkt sie hektisch und ruft: Rasch, öffnet das Tor im Namen eures Meisters. Sie sind hinter mir her. Wir suchen die Gegend nach Erfolg ab. Ihr späht in die Dunkelheit, könnt aber nichts und niemanden auf der Spur der verhüllten Gestalt erkennen. Sie hämmert erneut gegen euer Tor. Kommt schnell, schnell. Sie können nicht mehr weit hinter mir sein. Wer seid ihr und wer ist hinter euch her? Die Person verfällt in endgültigen Panik und ruft: Ich bin der letzte Lehrling eures Meisters. Der Zirkel, anscheinend nicht, weil es ist auch mein Meister. Der Zirkel ist hinter mir und dem, was ich über seine Geheimnisse weiß, her. Macht doch endlich auf im Namen der Wächter. Die Gestalt hebt die Robe, nicht behave, die mit dem Siegel eures Meisters bestickt ist. Ihre Angst wirkt echt und ihr erkennt die Robe. Sie ähnelt der, die ihr selbst während eurer Ausbildungszeit getragen habt. Na schön, kommt halt rein. Nachdem sie sich eilig durch die Tür geschoben hat und sie hinter sich verriegelt hat, sinkt die Person, ein Mann, und an die Wand and die Wand gelehnt, zusammen und keucht: Ich bete, dass sie meine Spur nicht gefunden haben, sonst sind wir alle verloren. Er kommt langsam wieder zu Atem und schlägt seine Kapuze zurück. Er ist älter, als ihr gedacht hattet, und sein Bart beginnt bereits zu ergrauen. Entschuldigt, wo sind meine Manieren? Murmelt er. Ich weiß, wer ihr seid, euer Meister, unser Meister, sprach in den höchsten Tönen von euch. Aber ihr fragt euch zweifellos, wer ich bin. So ist es. Ich bin Florian. Hesse? Silbereisen. Ich bin Florian Silbereisen. Ich habe unter eurem verstorbenen Meister studiert, um Silbermeister zu werden, sagt er stolz. Hier ist der Beweis unserer gemeinsamen Arbeit. Er reicht euch einige dicht beschriebene Seiten, die Texte an vielen Stellen mit Notizen in der Handschrift eures Meisters versehen. Beschäftigen sich mit der Arbeit an verschiedenen Ärzten und Metallen. Dann sagt mir, was ist mit unserem Meister geschehen? Es ist zugegebenermaßen eine abenteuerliche Geschichte. Er setzt sich an den kleinen Tisch neben dem Eingang zum Turm. Wollt ihr, dass ich euch alles erzähle oder nur, was mit der Forschung unseres Meisters passiert ist, nachdem der Zirkel ihn erledigt hatte? Ich habe Zeit, erzählt mir alles. Ja, was sagt die Folge? Ich glaube, wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit. Wie ihr zweifelsohne wisst, war unser Meister schon immer davon besessen, den Fluss des Allfeuers zu kontrollieren. Das ist dieses Magie-Ding. Die Kunst galt als schon vor langer Zeit mit den Formen verschollen. Aber vor ein paar Jahren gelang ihm ein Durchbruch. Es gelang ihm, den Fluss des Allfeuers mit einem magischen Prisma aufzuteilen, was es ihm ermöglichte, einen Teil seiner Macht zu ernten und mit ernsthaften Forschungen zu seiner Beherrschung zu beginnen. Es war ein langsamer und gefährlicher Prozess, aber er hatte Erfolg. Ich habe seine Abhandlung darüber. Interessant, erzählt mir mehr. Nachdem er angefangen hatte, das Allfeuer zu meistern, wurde er ehrgeiziger. Ja, klar. Kurz an der Macht geleckt, zack, ist er am Arsch. Er entwickelte ein weit größeres Prisma, das er auf seinem Turm anbringen konnte, um noch weit mehr des Allfeuers in eine spezielle Kammer zu leiten, die zufällig aussah wie ein rotes leuchtendes Auge, kurz abgebogen, wo es direkt eingefangen werden konnte. Genial, muss ich sagen. So etwas war noch nie versucht worden. Digga. Aber es gibt keine solche Kammer im Turm, weil er keine Chance hatte, sie zu bauen.
Es kam ein Abgesandter des Zirkels und versuchte ihn zu warnen, aber er beachtete die Drohung nicht. Er war zu kurz vor einem weiteren Durchbruch, um aufzuhören. Also kam der Zirkel mit einem Ultimatum daher. Da er genau wusste, dass sie eingreifen würden, gab er mir die Seiten mit seinen Forschungsnotizen, um sie zu beschützen, und schickte mich fort. Ich war noch in Sichtweite des Turms, als sie kamen. Und was dann? Der Mann wirkt niedergeschlagen, als er zögerlich antwortet, ich bin weggerannt, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Mein Meister wies mich an zu gehen und sagte, seine Forschung sei wichtiger als sein Leben. Aber ich bin dennoch in Panik verfallen und weggerannt. Nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Angst. Ich schloss einen Handel mit den Leuten aus dem nächsten Dorf ab, damit sie mich in ihrem Karren versteckten und von hier fortbrachten. Der Mann sieht euch etwas verloren an. Ich habe unseren Meister nie wieder gesehen. Aber nun habe ich in meiner Pflicht doppelt versagt. Wie das? Als ich hörte, dass jemand den Turm wieder aufbauen würde, gewann meine Neugierde über die Vernunft, nehme ich an. Ich habe mich in einem Goblindorf in der Nähe versteckt, aber der Zirkel hielt nach mir Ausschau und hat mich in einen Hinterhalt gelockt und verlangte von mir, die Pläne unseres Meisters zu übergeben. Er beginnt zu schluchzen, als er sagt, ich hatte Angst um mein Leben. Ich gab ihnen die Pläne, für die unser Meister gestorben war. Wo war das? Eine Tagesreise von hier. Nicht weit von dort liegt ein Turm, den die Truppen des Zirkels schon lange als Basis verwenden. Ich bin mir nicht sicher, dass sie die Seiten mit der wertvollsten Forschung unseres Meisters dorthin gebracht haben. Es ist mir gelungen, ein paar der ehemaligen Diener unseres Meisters zu sammeln, aber unsere Truppen sind nicht stark genug, um es mit den Untergebenen des Zirkels aufzunehmen. Ich flehe euch an, bitte helft mir, das Erbe unseres Meisters zu bewahren. Ich biete euch sogar meine Dienste an, wenn ihr mir helft, seine Forschungsnotizen zurückzubekommen. Bitte. Gemeinsam können wir die Truppen des Zirkels besiegen. Das Werk unseres Meisters muss bewahrt werden. Huiuiuiuiui. Axtkämpfer, zwergische Arbeiter, Erdformer, da sehe ich mich doch. Ich stimme zu, um unseres Meisters willen. Die Forschung ist unbezahlbar, ich muss sie haben. Ich stimme natürlich zu, um unseres Meisters willen. Gestohlene Seiten, der Turm. Spieler. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir hier mit diesen Kapitelüberschriften, Verschmelzung mit dem Allfeuer, der Hilferuf eines Bruders, gestohlene Seiten, der letzte Ausweg, Quests haben, Storystränge, die wir angehen können oder nicht. Auf jeden Fall geil. Geil, geil, geil. Okay. Scheinbar haben wir jetzt einen Helden. Leute, Lehrling und Helden. Das ist auf jeden Fall Stuff für eine neue Folge. Die am Montag rauskommen wird. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es, fahrt mal runter, gönnt euch Zeit für euch. Und was wir hier mit den Lehrlingen, Helden, Erdformern, keine Ahnung was, alles tun werden. Upsi. Wollen wir gerade nicht. Das gönnen wir uns in der nächsten Folge. Spellforce Conquest of EU. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei was auch immer du jetzt noch tust im Anschluss. Bis bald. Ciao.